Hundeerziehung. Heute Kommandositz. Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man einem Hund beibringt, Sitz zu machen. Auf das Kommando Sitz. So, man nehme ein Leckerli. Ich habe jetzt ein kleines Stückchen zerbrochenen Frohlig. Die eignen sich am besten dazu, weil man die, wie gesagt, so zerbrechen kann und die dann nicht so groß sind. Vor allem am Anfang, wenn man wirklich viele Versuche braucht, kann es dann irgendwann sein, dass dem Hund einfach langweilig wird, weil er schon so viel davon gegessen hat. So, das Ganze ist ganz einfach. Man hält das Leckerli vor die Schnauze, dass der Hund ein bisschen geht und gerade steht. Dann hält man das Leckerli über die Schnauze hoch, so wie ich hier gerade, dass der Hund sich hinsetzt, weil er will ja an das Leckerli rankommen und um das zu machen, setzt er sich hin. Dann, wenn er sich hingesetzt hat, muss er innerhalb von 2 Sekunden, weil ansonsten weiß er gar nicht mehr, was er gemacht hat, muss er sich innerhalb von 2 Sekunden das Kommando Sitz sagen und ihm das Leckerli geben. Sprich, man macht so, komm her, ja, komm her, so, hält es hier drüber, Sitz. Ja, das ist das Ganze, so geht das. Mein Tipp ist aber trotzdem, gehen Sie zur Hundeschule, da lernen Sie auch noch viele andere Sachen. Vor allem auch, wie bringe ich dem Hund noch andere Sachen bei, wie fokussiere ich den Hund auf mich und wirklich sehr, sehr hilfreiche Sachen. Ja, später, wenn Sie das genug geübt haben, sieht das Ganze dann so aus. Komm mal her. Sitz. So. Wenn er es kann, muss er nicht unbedingt noch Leckerli geben. Auch nicht unbedingt in diesen 2 Sekunden. Aber am Anfang, in der Lernphase, ist das wirklich zu empfehlen, weil der Hund ansonsten denkt, wieso mache ich das? Für was mache ich das? Und so denkt der Hund jetzt halt, okay, wenn ich das mache, kriege ich ein Leckerli. Auch wenn er jetzt in den meisten Fällen keins kriegt, aber ab und zu muss man dem Hund das einfach geben. Und man muss auch ab und zu mal im Jahr, eigentlich kann man auch wöchentlich machen, kommt auf den Hund an, sollte man das alles auch noch mal wiederholen, weil ansonsten vergisst der Hund das irgendwann. Ja, dann danke fürs Zuschauen und tschüss.